Ja, Leute, heute haben wir mal wieder ein schönes Paket zum Unboxen gekriegt von der Firma Amevi. Es ist ein Tragi im Maßstab 1 zu 10, der AM10T. Der Name sagt eigentlich auch schon alles. Ein Allradmodell mit Brushless-Antrieb. Und wir wollen mal gucken. Ich sehe gerade, das ist sogar die Extreme-Version. Es gibt nämlich noch eine normale Version, die ist nicht ganz so heftig. Die hat, glaube ich, einen Bürstenmotor. Und jetzt schauen wir mal rein, was da so Schönes bekommen für unser Geld. Ja, sieht etwas anders aus als auf dem Karton vom Design her. Hier ist noch so eine Schutzfolie drauf, wie man das oft hat bei Autos. Man sieht es ja nicht so mit dem Fingernagel. Das kann man hinterher abziehen, dann sieht das wieder aus wie neu. Gucken wir einfach mal unter die Karosserie. Wie findest du den so bisher? Ich finde das guten Eindruck, muss ich sagen. Ja. Ja. Hier ist Schöne dicke Schlappen für dein meine Haarnetz ist Innenseiten. dabei. Mein Haarnetz. Das kann man dann wohl hier irgendwie drüber ziehen. Genau. Um das Wenn Ganze man es kann, ne? ein bisschen vor Schmutz und Steinchen zu schützen. Das sparen wir uns jetzt mal. Kann man sich vorstellen, wie es aussieht. Genau. Ansonsten eindeutig. Brushless Motor. Genau. Gekapseltes Getriebe. 2650 kV. Ganz ordentliches Ding mit einem entsprechenden Regler. SC8 RTR Waterproof, also sogar wasserdicht das Ganze. Genau. Zum Betrieb an bis zu 4S. Siehst du, wie viel Ampere der ab kann? Nein, ich suche, aber ich sehe, dass er ein 6 Volt 3 Ampere BEC hat. Naja, Immerhin eine Info, immerhin. genau. 2,4 GHz Empfänger mit drei Kanälen, auch wenn hier bis 6 hochgeht. Das sind keine Stecker, das ist wahrscheinlich von einem anderen Modell. Ja, wozu braucht man auch 6 Kanäle im Ja, Auto, ne? eben. Dann haben wir ein schönes Servo mit Metallgetriebe, das sitzt da drunter, kann man das leider nicht so gut sehen. Hat kein Typenschild oder sowas. Was untypisch ist, du zeigst es schon drauf, sieht man hier, die Anschlusskabel, die nach vorne führen. Das gute Stück hat ein Beleuchtungsset. Aha. Vorne, so wie im hinteren Bereich, sind LED implantiert und ja, somit kann man auch nachts über die Piste bashen. Ja, ist man wahrscheinlich einer der wenigen im Steinbruch, die noch in der Dunkelheit fahren. So, wir uns das Ganze noch mal aus der Nähe an, so sieht man es besser. So, hier vorne haben wir die LEDs drin. Vorne wahrscheinlich weiß, hinten rot, wie sich das gehört. Hinten sitzen sie da. Wie hell die jetzt sind, muss man dann mal gucken, wenn man das Ding mal in Betrieb nimmt. Ist auf jeden Fall mal was anderes, habe ich so noch nicht gesehen jetzt. Haben wir schöne Aluminiumteile hier, Öldruckstoßdämpfer, Dämpferbrücken auch aus Alu. Auch unten von den ja, Axtträgerwellen, die Halterung, die sind auch aus Aluminium. Ist aber gestanzt, nicht gefräst, also eine etwas einfachere Variante, aber so für den Hausgebrauch, sage ich mal, eigentlich völlig ausreichend. Also ist ein gutes Einsteiger-fortgeschrittenes Modell. Das ist ja keine Wettbewerbstechnik. Also Nee, das dementsprechend stimmt. reicht Das das stimmt vollkommen wohl. aus. Also wie sieht es mit den Antriebswellen aus? Haben wir da CVD oder was hast du auf Innen deiner sind Seite? CVD-Wellen, Ja, ja. hier sind es auch. Macht schon mal einen guten Eindruck. Keine Mitteldiff Knochen. gibt es nicht, scheinbar. Ich guck Genau. mal was. Nee, das Ja, es ist ist eine lange starr. Antriebswelle, die einmal komplett übers Chassis führt, wie man hier sieht. Kannst du noch mal gucken, ob da irgendwie eine Anleitung steht, wie viel S der ab kann? Ja, ich kann dir als erstes mal den Spoiler geben. Ja, Du kannst gut, dich zumindest mal dran halten. Spoiler kommt hier hin. Der wird verschraubt. Ich schaue mal gerade auf dem Regler. Steht schon mal was von 2 bis 4S Libros. Das hatte ich ja schon vorgelesen. Genau. So, Anleitung. Hier kann man seine Karosserie noch ein bisschen aufhübschen und wer seine Imbusschlüssel gerade verlegt hat, die sind dabei. Vielleicht möchtest du schon mal was zu Funke sagen, während ich Aha. das hier auspacke. Sieht schon mal sehr interessant aus. Hier ist auch wieder so eine Schutzfolie drauf. Das sollte nicht irritieren. Ich ziehe einfach mal ab, dann sieht es besser aus. Hier kann man ja Dual Rate für Lenkung, den dritten Kanal kann man schalten, Trimmung, alles was man braucht. Hier ist der dritte Kanal dann. An und aus binden kann man. Hier ist noch auf dem Display
das Fahrzeug zu sehen. Da kann man dann wahrscheinlich auch verschiedene Modi einstellen für die Lenkung, je nachdem, was man für ein Modell hat, mit Allradlenkung oder nur vorne. Und sieht auch gleich, in welche Richtung sich die Räder bewegen. Ja, ansonsten einfach gemacht. Braucht man nur 4 Nylonzellen, so wie es aussieht. Ja, 4 Stück. Dann auch schön leicht entsprechend. Gute RTR-Qualität. So, ich bin in der Zwischenzeit fündig geworden. 60 Ampere verkraftet. 60 Ampere, okay. Ja. Haben wir dann noch Ladegerät. Mhm. Ja. Für bis zu 4S. Schon mal nicht schlecht. Also mitgedacht. Das Modell tatsächlich auch bis 4S. Aha, bis zu 3 Ampere auch noch. Wow. Ja, das ist ganz ordentlich. Okay. Das entsprechende Ladekabel liegt bei. Dienststecker. Und das weist natürlich schon mal ganz intensiv darauf hin, dass der Akku wohl denselben Anschluss hat. Ah, also, der liegt bei. Nicht schlecht. Liegt bei. Und zwar, was haben wir denn? Wow. Wir haben hier sogar ein 4S Lipo mit 4000 mAh Kapazität. Das ist ein ganz ordentlicher Knüppel, das muss man schon sagen. Der hat Dampf. Der hat Dampf. Und die Kiste hat mit dem unter Garantie richtig Dampf. Ja. Was haben wir hier? Belastbarkeit 30C. Mhm. Das ist schon in Ordnung. Man soll es ja auch mit den C-Zahlen nicht übertreiben. Ja. Meistens kommt da eh nicht so viel bei rum. Ja, und fixiert wird das Ganze mittels der Klettbänder im Akkuschacht. Und man sieht auch hier, hat man noch die Abstandshalter bzw. Gedämpfte Platzierungsmöglichkeit für den Akku, sodass man ihn auch saugend im Akkuschacht platzieren kann. Genau. Ja. Sieht auch schon mal soweit gut aus, dass der gut abgeht. Das kann man sich auch denken anhand der Wheelie Bar hier, damit er nicht gleich hinten rüber geht. Haben sie so zwei Rollen nach hinten angebracht. Mhm. Bin mal gespannt, wie schnell der dann wirklich ist. Ja, ich glaube, das werden wir jetzt die nächsten Tage mal rausfinden. Und was mich auch interessiert ist, wie lange man braucht, um diese Haube da drauf zu fummeln. Das werden wir alles mal ausprobieren. Vielleicht gibt das ein eigenes Video. Ja, vielleicht. Es sei denn, es dauert zu lange, weil dann der Film voll ist. Ja, zum Beispiel, oder die Kamera leer. Der Film voll oder die Kamera leer. Ja. Wir probieren es einfach aus und werden davon berichten.